In der Fußball-Bundesliga zeigt der 22. Spieltag, der FC Bayern kann doch noch verlieren. Und Königsblau taumelt dem Abstieg entgegen. Schalke 0-4 im Revierderby gegen Borussia Dortmund. Hunderte BVB-Fans feierten den Sieg ausgelassen. Ein Bengalo-Empfang für die Derby-Sieger. Hunderte Fans feierten am späten Abend in Dortmund die Rückkehr ihrer Mannschaft. Nach dem Erfolg über den Erzrivalen Schalke 04 war hier die Euphorie riesengroß. Die geltenden Corona-Regeln wurden aber von den Fans missachtet. Zu den Ergebnissen. Schalke gegen Dortmund also 0-4. Im Spitzenspiel schlägt Eintracht Frankfurt die Bayern mit 2-1. Die weiteren Ergebnisse: Gladbach, Mainz 1-2, Freiburg, Union Berlin 0-1, auch Köln gegen Stuttgart 0-1. Bereits am Freitag gewann Wolfsburg in Bielefeld mit 3-0. Zur Tabelle: Die Bayern bleiben Spitzenreiter, doch Leipzig könnte durch einen Sieg bei der Hertha bis auf 2 Punkte ranrücken. Auf Platz 3 steht Wolfsburg, auf 4 Frankfurt, dahinter Leverkusen und Dortmund. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Stuttgart, unten im Keller Bielefeld weiter auf dem Relegationsrang, doch die Mainzer durch den Sieg in Gladbach nur noch einen Punkt dahinter. Abgeschlagenes Schlusslicht bleibt Schalke 04.